diese Stelle, denn auch Conny Hütter, danke mal für schnelle Vorbeikommen, hat schon einmal für einen kurzen Durchschnaufer beim Zuschauen gesorgt. Was ist dort oben, wo Michaela Schifrin gestürzt ist und auch wo sie auch ausgehoben hat, das Kriterium? Wie ist das zu fahren? Du kommst hin und hast generell ja einen guten Speed ganz oben und hast circa so um die 120 km/h. Ah, das ist weiter oben, ist was weiter man da jetzt sieht. Ja. Sprechen wir über die obere Stelle, was ist dort das Besondere? Ja, oben, da bei der Wöhn, was man gerade gesehen hat, da bin ich im Training schon weit gehupst und habe vorne der Fahner einpackt. Und jetzt habe ich mir heute eben gedacht, ich muss da ein bisschen runter reinfahren, aber ich habe oben die Startkurve so gut erwischt. Also habe ich brutalen Speed gehabt und meine Ski um mich angeschoben. Und eben da im Delta rein war das Problem, oder ist es kein Problem, aber die Schwierigkeit, wenn du reinfährst, du siehst von hinten eigentlich nur Horizont. Und dann ist das Tor genau auf der Kuppen und du musst mit der Kuppen eigentlich die Ski nach links schon oben dran, unter Anführungszeichen. Und das Ganze ist sehr geschmeidig, weil das ein Sprung auch noch ist. Also das sind eigentlich zwei Kriterien, was du eigentlich zusammenpassen müssen. Und eben, das ist eben die Schwierigkeit und dann geht es eben doppel links stark um mir das Gelände dran und dann ist gleich das Netz und du springst eigentlich Richtung Netz zu.